Es ist wieder soweit. Das diesjährige Stars for Life beginnt. Prominente Spieler von nah und fern sind heute im Einsatz, um für Krebsbetroffene Spenden zu sammeln. Stars for Life ist ein Verein, der ist gegründet im Jahr 2012 von Tobias Lehmann. Er hat selber im 2009 Krebs gehabt und hat das nachher aus Dankbarkeit gegenüber der Krebsliga für die ÖFAN bekommen, hat ins Leben gerufen. Und dann ist es soweit. Die Zuschauer stürmen die Halle. Es finden Aktionen statt, um die Krebsbetroffenen zu unterstützen. Mit dem Betrag, den es jetzt hier in Düdingen geben würde, würde es sicher mit zwischen 30 und 40 Familien sein, wo man gerade direkt helfen kann. Und von dem her, wenn ich die Zahlen einsehe, tue ich mir das wirklich extrem viel. Hochmotiviert sind die Spieler des heutigen Tages. Unter ihnen ist auch der ehemalige Radsportler Franco Marvulli. Wir probieren natürlich, unser Bestes zu geben, um möglichst viel zu sammeln, die Trikots zu versteigern und dann unseren Beitrag für die Krebsliga zu leisten. Während sich die Spieler vorbereiten, ist ein Apéro für die Sponsoren und Ehrengäste im vollen Gange. Ich unterstütze Stars for Life, weil es eine gute Sache ist. Ich unterstütze gerne Leute, unterstützen, die vielleicht nicht so viel Glück im Leben haben. Ich denke, quand on a été un ancien joueur et qu'on a l'opportunité de participer à un événement comme ça, aussi important que ça, c'est sûr que c'est avec grand plaisir. Der ehemalige Bundespräsident Joseph Deiss eröffnet das Spiel mit einer Ansprache. Die Krebskrankheit ist heute etwas, was die ganze Gesellschaft betrifft. Mit der längeren Lebenserwartung hat es natürlich auch viel mehr Personen, die getroffen werden, nicht nur direkt. Und ich glaube, wir haben alle in unseren Familien, in unseren Freundschaftskreisen, am Arbeitsplatz, haben wir Personen, Mitmenschen, die darunter leiden. Und es ist ein gäbiger Anlass, um ihnen zu zeigen, dass wir für sie da sind. Es ist eine grosse Organisation dahinter, die das ehrenamtlich machen und wirklich etwas Grosses auf die Beine stellen hier. Wir können durch unsere Präsenz ein Teil davon sein, dass Leute überhaupt kommen und bereit sind, auch Geld auszugeben. Und das ist eigentlich dann so ein bisschen die Bestätigung oder auch die Befriedigung, die man dann hat, dass man weiss, doch, es hat etwas gebracht und man ist dabei gewesen. Ein rundum gelungenes Event, das hoffentlich viele Kinder und Jugendliche inklusive deren Eltern glücklich machen wird.